Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Build by Science. Mein Name ist Philipp Rauscher und wir beschäftigen uns heute mit der Thematik Fasten und BCAAs. Ich habe euch das Thema versprochen, aufgrund einiger technischer Probleme hat es jetzt ein klein wenig länger gedauert, aber wir wollen uns heute mal in zwei, drei Grundzügen der ganzen Thematik widmen. Denn ich bekomme auch immer wieder häufig die Frage, wie sieht denn die ganze Sache aus mit intermittierendem Fasten und der Einnahme von BCAAs bzw. von essentiellen Aminosäuren während der Fastenphase. Benötige ich das? Macht das Sinn? Ist es vielleicht eher kontraproduktiv? Wann macht es Sinn? Wann haben wir Pros und Cons? Und genau darum wollen wir uns heute kümmern. Ich habe das Ganze in drei Teile untergliedert. Das ist zum einen der gesundheitliche Aspekt, der Anabolismus und der Katabolismus. Und darauf wollen wir uns stürzen. Ich habe bei der Gesundheit ganz gezielt die Autophagie herausgegriffen. Einfach aus dem Grund, weil ich hier auch schöne Untersuchungen gefunden habe, beziehungsweise eine schöne Studie gefunden habe, bei der mit BCAAs beziehungsweise EAAs tatsächlich auch gearbeitet wurde während dieser Fastenphase, und zwar mit relativ geringen Mengen. Das heißt, wir sind im Bereich von 3 bis 10 Gramm, also genau der Menge, die man ja häufig auch empfiehlt, beispielsweise beim Lean Gains Konzept, wenn man auf nüchternen Magen trainiert in der Fastenphase. Autophagie grundsätzlich ganz einfach ausgedrückt, das ist sozusagen ein bisschen das Aufräumen in der Zelle. Hier können bestimmte Zellen und Organellen, die beschädigt sind, die alt sind, einfach aufgeräumt werden. Das heißt, die werden sozusagen zerstört und es wird Platz gemacht für Neues. Ganz einfach natürlich ausgedrückt. Autophagie ist eine Sache, die zunimmt oder die gefördert wird durch Fasten, das heißt durch längere Fastenphasen nimmt genau das letztendlich zu, ist auch für unser Gehirn eine ganz interessante Sache und ist so Teil der Selbstreinigung, der Selbstentgiftung, könnte man mal so sagen, aber auch hier, wie gesagt, ganz pauschal ausgedrückt. Worum es den meisten von uns letztendlich ja geht, ist mehr diese Geschichte Anabolismus, Katabolismus, auf was müssen wir hier achten, aber wir sehen hier in dieser Studie zur Gesundheit, zur Auswirkung auf die Autophagie, dass schon geringe Mengen an BCAAs, und zwar von eben diesen ab 3 Gramm EAAs an diese Fastenphase stören und auch diese Auswirkung auf diesen positiven gesundheitlichen Aspekt stören. Von daher können wir schon mal sagen, stören oder passen BCAAs in eine Fastenphase? Nein, sie passen nicht rein. Stören sie? Ja, das tun sie. Wenn wir allerdings nüchtern trainieren und wir haben jetzt nicht primär das Ziel, unsere Gesundheit zu fördern, sondern nehmen das auch als Top-Nebeneffekt natürlich mit, wollen aber vor allem Muskulatur aufbauen oder während der Diätphase erhalten, dann müssen wir uns auf diesen Anabolismus stürzen. Und zwar müssen wir schauen, ja, wir haben natürlich das eine Problem, dass BCAAs verloren gehen während dem Training. Das heißt, wir oxidieren, wir verbrennen BCAAs während einem intensiven Training. Das kann je nachdem, wie lange, wie voluminös, wie intensiv das Training ist, bis zu 10 Gramm BCAAs gut und gerne sein. Das sollten wir natürlich nachlegen. Und wir wollen natürlich die Proteinsynthese stimulieren. Tun wir das nicht, fallen wir tatsächlich in, ich sag mal, so ein kleines Loch rein, das uns dann für den Muskelaufbau nichts bringt. Also wenn ich einfach morgens um 6 trainiere, intensiv trainiere, ich verbrenne meine BCAAs, ich setze diesen meinen Trainingsreiz, habe kurze oder habe kleine Verletzungen, Mikrotraumen in meiner Muskulatur und liefere dann nicht letztendlich zum einen den Stimulus für die Proteinsynthese und zum anderen auch das Baumaterial, ist das sicherlich nicht optimal. Wir können also sagen, letztendlich sind die BCAAs beim Training in der Fastenphase schon essentiell. Wir sollten auf jeden Fall nicht darauf verzichten. Wir gehen dann sozusagen hier ein klein wenig den Nachteil ein und stören unsere Fastenphase, aber verbessern unser Potenzial auf den Anabolismus, auf den Muskelaufbau. Katabolismus, das heißt, wenn wir nicht trainieren, was passiert an trainingsfreien Tagen? Macht es dort Sinn, BCAAs gezielt zu platzieren, damit wir keine Muskulatur abbauen? Und hier könnte man dann sagen, oder muss man sagen, nein, das macht keinen Sinn, beziehungsweise bringt uns zumindest mal im Sinne der Reduktion des Proteinabbaus im Körper keine Vorteile, denn hierzu haben wir unser Wachstumshormon. Je länger wir fasten, umso stärker oder umso mehr Wachstumshormon wird zunächst einmal ausgeschüttet.
Und das hat einen super antikatabolen Effekt und hält uns unsere Muskelmasse. Dadurch, dass wir in der Regel beim, ich sage jetzt mal ganz gezielt, Fitnessfasten irgendwo zwischen 16 und 24 Stunden Fastenphasen einplanen, müssen wir uns hier auch absolut keine Gedanken über den Muskelabbau machen. Was uns natürlich klar sein muss, wir haben in dieser Zeit keinen anabolen Reiz. Also man muss sich hier überlegen, ist vielleicht das intermittierende Fasten in gewisser Weise für einen Muskelaufbau unterm Strich ein kleiner Nachteil, im Gegensatz zu mehreren Mahlzeiten, also 3, 4 Proteinmahlzeiten über den Tag verteilt, ohne längere Fastenphasen. Aber vor allem, wie praktisch relevant ist denn das Ganze? Das heißt, hier haben wir es ähnlich wie bei dem Trainingsvolumen, Effektivität gegen Effizienz. Was macht hier den Unterschied? Wo haben wir für uns selbst auch die größeren Vorteile? Intermittent Fasting ist definitiv keine Magic Diet, keine Wunderdiät, wo wir sagen, nur weil wir fasten, werden wir jetzt auf einmal super lean, super gerippt haben, super Fett abbauen, viel besseren Muskelaufbau und so weiter. Es ist einfach auch nur ein weiteres Tool, das uns vielleicht dabei helfen kann, unsere persönlichen Ergebnisse zu verbessern und besser klarzukommen. Beispielsweise in der Diät ist es einfacher, die erste Mahlzeit ein klein wenig nach hinten hinauszuschieben. Einfach aus dem Grund, wir können dann größere Mahlzeiten essen. Es ist vielleicht für viele einfacher, das Kaloriendefizit einzuhalten. Aus gesundheitlicher Sicht macht Intermittent Fasting definitiv Sinn. Man muss nur schauen, inwiefern, was wiegt mir mehr auf meiner Waage, inwiefern kriege ich es tatsächlich optimal unter einen Hut mit meinen Muskelaufbauzielen. Wobei wir natürlich hier auch sagen müssen, praktisch betrachtet gibt es unzählig viele Transformationen bezüglich Intermittent Fasting. Leute sind stärker geworden, muskulöse geworden, leaner geworden und so weiter. Von daher kann man das definitiv als gute Variante, ohne dass man sich großartig Sorgen machen muss, um die Muskeln vertreten und auch weiterempfehlen. Von daher noch einmal ganz kurz zusammengefasst, BCAA stören die Fastenphase ja in diversen gesundheitlichen Bereichen, optimieren den Anabolismus möglicherweise während dieser Zeit, beziehungsweise vor allem, wenn wir in dieser Fastenphase trainieren. Als Antikatabolen-Effekt haben wir unsere natürliche Wachstumshormonausschüttung, die hilft uns ausreichend, um unsere Muskeln zu halten. Und von daher ist an trainingsfreien Tagen eine BCAA-Zufuhr nicht notwendig. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein klein wenig weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentarleiste einfügen. Ich kümmere mich gerne drum und wünsche euch weiterhin viel Erfolg und bis zur nächsten Folge Build by Science.